Heute ist das? Was? Heute? Heute ist der Zug hier. Gestern war 11.11. Heute ist 11.11. Das ist heute so gemacht, ja, tatsächlich. Das war's? Ah, ne, kommt noch. Ja, wie? Das war doch gerade erst die Grundschule. Was? Das war doch gerade erst die Grundschule. Jetzt kommt noch die Kindergarten. Ehrlich? Ja, ja. Schön wieder, ist ganz schön St. Martin, ja? Oder? Als Grundschule und. Ja, guck mal, der fährt schon. Ja, da kommt noch der Tüte da. Ich warte jetzt, bis der Zug vorbei ist. Genau. Ne, das sind die freiwillig mitgehen. Ja. Und das einfach dazugehört. Ja, kannst du bitte hier zu machen bei mir? Ne, warten wir, oder? Achso, das war's? Das war's. Dann sag, macht ihn gesehen. Das war's mit St. Martin. Ich geh mit meiner Laterne. Wir gehen alle mit dem Zug. Aber auch all die Laternen brennen. Laterne und meine Laterne mit mir. Vorsicht! Frau oh in Schwarz. Mein Gott. 50 Meter weiter. Ei, ei, ei. Ne? 50 Meter weit ist ein Zebrastreifen. Gut beleuchtet. Ha. Meine Güte. Da reg ich mich schon wieder auf. Ja, da reg ich mich schon allein über die Frage auf. Ja, ja. Packe ich jetzt vom Haus? Ja, ne? Ja, achso, nee, weil. Ja, achso, nee, was jetzt? Du kannst ja parken, vielleicht, aber es ist gefährlich, keine Ahnung. Also ist es gefährlich? Ah. Der war's so, richtig. So, das war es. Aber das ist schön, guck mal, oh, schön, ja. Schönes St. Martin. Ja. Der Hilgittes hat ohne Jode Mann, dem Kinder gibt. Kätzchen und stoße selber an. Wow. Das finde ich interessant, diese Farbe. Ich weiß nicht, was ist denn hier gleich in meine. Interessantes. Da von den Kärnten steht nicht auch wieder noch in eine Reihe reingeraten. Ja, in der zweiten Nacht ist es reingeraten. Selber an. Oh, jetzt komm ich, wo ist denn den Kühlschrank hin? Oh ja.
Oh, guck das, schön. Und morgen lege ich erstmal die Schneidemaschine sauber. Schneide, wo ist diese Schneidemaschine? Ja, das ist schon sauber, sag ich, guck mit. Ja, den Käse sauber aufschneiden. So, St. Martin ist vorbei. Wundersames Deutschland, ja? Hä? Wundersames Deutschland. Ja. Sag Martin, sag Martin. Und die zweite. Keine Ahnung, es geht halt darum, dass er kalt ist. Ja, da kommt dann ein Bettelmann vorbei und teilt seinen Mantel mit ihm. Seinen Umhang. Damit die Mama man nur halb so kalt ist. Der St. Martin. Ja. So. Weil der St. Martin halt ein rundguter Typ war, ja. Sollte er Bischof werden. Ochs. Nur wollte er nicht. Also ist er weggelaufen, hat sich versteckt und wurde dann von einer Gans verraten. Aha. Er hat also geschnappt. So, und darum essen die Leute zu St. Martin auch gerne Gänse. Ah. Muss sein. Was ist ein Beckmann? Ein Beckmann ist ein Gebäck, ein Milchgebäck. Ja. Hefemilchgebäck, das in Form eines Mannes geformt wurde, der eine Pfeife verkehrt herum trägt. Okay. Verkehrt, okay. Ja, und die Pfeife oder Lutscher, je nachdem, wo man ist, symbolisiert einen Hirtenstab und der Mann. Dieses Männlein so repräsentiert einen Bischof. Okay. Also Beckmann ist ein Bischof. Soll einen Bischof darstellen, weil der St. Martin halt Bischof war. Okay. Okay. The story.